Du willst keine Stories mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Guten Morgen, ihr Lieben. Vielen Dank für diese tausende Nachrichten mit gutem Zuspruch und Beileidswünsche und dass es schade ist, ja. Es ist sehr schade, es ist aber total verrückt, dass immer wieder Leute schreiben, ja, ihr habt ja auch gar keine Ahnung, ein YouTuber macht einen Kaffee, bla, 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 bla. Die Leute reden immer viel und ich finde das immer ganz schlimm, dass man dann auch noch solche Sprüche raushaut, denn es geht am Ende um Existenzen. Da haben ja auch Leute gearbeitet, die Gott sei Dank alle auch eine neue Arbeitsstelle gefunden haben und wir hätten auch geholfen, Arbeitsstellen zu finden. Was mir jetzt aber gezeigt hat, dass die Gastronomie echt Probleme hat, ist, dass mir viele Kolleginnen, die selber einen Gastrobetrieb haben, geschrieben haben, hey, wir suchen unbedingt Mitarbeiter, eure Leute können sich bei uns bewerben. Das habe ich natürlich dann auch an unsere Leute weitergegeben. Aber das ist krass, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Und an die Leute, die dann schreiben, ja, und ihr habt ja keine Ahnung, es war ja abzusehen. Mensch, hört auf zu schnacken. Macht sowas mal selbst. Nicht nur mal klug reden, sondern auch handeln. Gastronomie ist einfach ein knallhartes Geschäft und wir sind nicht irgendwelche Idioten, die nichts auf Reihe kriegen. Wir haben uns da echt Mühe gegeben. Wir haben viel probiert, viel ausprobiert und die Leute, die im Café das operative Geschäft übernommen haben, sind auch ausgebildete Kaufleute oder kommen auch der Gastro. Das kann man alles nicht beeinflussen, gerade die Kosten, die von außen kommen. Sie hatten unter anderem Hilfe von meinem Vater, der war 40 Jahre lang in der Riesenspedition Prokurist, der den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer zahlen. Das ist nun manchmal so, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir vielleicht noch ein bisschen mehr Laufkundschaft gehabt hätten, wäre das Ganze auch vielleicht leichter gewesen. Aber es ist ja nicht so, dass der Laden leer war. Das ist ja nicht so. Aber diese steigenden Kosten, es ist einfach, ne, wenn man sich da nicht mit auseinandersetzt. Zum Beispiel hatten wir 3 festangestellte Vollzeitmitarbeiter. Ihr könnt euch jetzt mal als Beispiel vorstellen, wenn ich jemandem 2000 Euro netto im Monat bezahle, dass diese Person mich im Monat 3200 Euro kostet. So, wie viel Kuchen muss ich verkaufen und Kaffee, um das Geld wieder reinzukriegen? Wichtig ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstützt die Gastronomie, geht in Cafés, geht in Restaurants, wenn die Zeit und das Geld es zulässt, damit unterstützt ihr die Leute. Ich habe die Erfahrung jetzt selbst gemacht, das Ganze kostet sehr, sehr viel Mühe, sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Arbeit und das Selbstständigsein ist nicht einfach. Und an all die Leute, die blöde Kommentare ablassen, da muss man halt drüber lachen, ne? Weil man manchmal, die denken halt auch wirklich, man ist blöd. Ne, wir sind halt irgendwelche Hohlfritten, die von hier bis da denken und ein bisschen rumspielen. Wir haben da schon versucht, was wirklich was Schönes aufzubauen. Und ich glaube, das hat auch die letzten 2 Jahre geklappt. Wir kriegen, das Selbstständigsein ist nicht einfach. Und an all die rumspielen. Wir haben da schon versucht, was wirklich was Schönes aufzubauen. Und ich glaube, das hat auch die letzten 2 Jahre geklappt. Wir kriegen so viel Zuspruch von Leuten, die eine tolle Zeit bei uns hatten. Und das freut mich umso mehr, ne? Weil da haben wirklich Leute gesagt, dass es ihnen leid tut, ne? Weil sie es einfach toll fanden. Es ist manchmal im Leben so, dass nicht immer alles funktioniert. Das wisst ihr da draußen auch. Und da muss man auch den Hut ziehen und sagen, passt auf, Leute, es hat nicht funktioniert. Und das ist keine Niederlage, sondern man hat zumindest was probiert. Der größte Fakt in dieser ganzen Geschichte ist, das Pfarrhaus bleibt in unserem Besitz. Wir sind auch nicht pleite, wir sind auch nicht insolvent. Das reden die Leute ja dann auch ganz schnell. Der Zierden, der ist aber pleite, der hat kein Geld mehr. Nein, so ist es definitiv nicht. Und das Pfarrhaus bleibt einfach unser Schätzchen. Wir werden weiterhin Videos drehen. Wilfried bleibt der Hausmeister. Da ist super viel zu tun. Und wir wollen da in Zukunft halt auch Sachen machen, liebe Leute. Ich will da eigene Konzerte veranstalten. Wisst ihr, ich habe so geile Ideen, wir wollen weiter die Bingo-Abende machen. Da werden weiter Events stattfinden und ihr könnt eure Events da auch stattfinden lassen. Ne? Ihr wollt jetzt eine Hochzeit feiern, Geburtstag feiern, whatever. Geht auf die Homepage vom Pfarrhaus, mietet das für einen Abend oder 2 oder 3. Geil wäre auch so eine LAN-Party, ne? Age of Empires wie früher, so 3 Tage am Stück ohne Dusche. Ja, guten Morgen, ihr da draußen. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe mich selbst von außen betrachtet, habe gedacht, oh Gott, und habe mit dem Augenring zugedeckt. Wie aufgeregt, das wollte ich euch noch erzählen. Ich kriege morgen 3 Kubik Mutterboden und 3 Kubik Sand. Ja, und ich habe hier so Stories gemacht hier bei Instagram, wie ich hier beim Sportplatz Garten arbeite. Das mache ich jetzt bei mir zu Hause. Schön Rasen besanden, neu ansehen, wässern. Also ihr kriegt Material, das sage ich euch. Zeige ich euch mal, wie ich den Rasen bei mir auf Vordermann bringe. Schön besanden. Erst eine dünne Schicht Sand, ganz dünn. Einrakeln, danach eben anwalzen, bisschen Mutterboden drauf, wieder einrakeln, anwalzen, bisschen hier von oben so ein bisschen Rasensaat wässern und schwupp kommt der Rasen.
wichtige Sache habe ich noch. Ich habe mir vor 8 Wochen einen Toro Powerstripe 560 mit Walzantrieb und vorne mit Bürste bestellt. Ein Rasenmäher zum Schieben. Da habe ich so Bock drauf und die Firma braucht ewig, den zuzuliefern. Ich mache das nicht mehr lange mit. Was ich noch erzählen wollte, ich wollte einen Spindelmäher erst haben. Ne? Der rotiert ja nach vorne. Ein Sichelmäher ist ja so unten einfach ein Spindelmäher. Da machst du nicht Campingplatzrasen, das machst du mit dem Sichelmäher. Mit dem Spindelmäher, da machst du englischen Rasen, wie auf dem Golfplatz. Aber das war zu teuer, war das dann auch, ne? Letzte Nachricht, ich wollte mir nur im Eingestehen, dass ich auch ein besserer Platzwart bin als Udo. Das hat er auch zugegeben, glaube ich. Ich habe nämlich mal ausgerechnet, wie viel Wasser unser Hauptplatz braucht. Ne? Mit der Bogen habe ich ein leeres Glas Wasser drunter gestellt, das alles ausgerechnet und dann wusste ich genau, wie viel da hin muss. Ich habe Udo erzählt, er soll sich einen Bart wachsen lassen, weil wir eine Kooperation mit L'Oreal haben. Kooperation. Zumal jeder ja weiß, L'Oreal, das passt zu Udo und mir. Es geht darum, dass wir ein Bartpflegeprodukt testen. Und böse ist dem, wer denkt, ich hätte dieses Bartpflegeprodukt frisiert. Das ist die Ursprungspumpe und ich habe schön zum Spritzen die. Ich habe 2 Stück. Einmal Udos und der normale für mich. Ey! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich habe den Garten übrigens extra so verkommen lassen. Ich brauche eine Herausforderung. Guck im Brennnesseln. Ich habe übrigens einen Freund, der kann perfekten Rasentrimmer nachmachen. Fällt dir ein, hier rum zu oxidieren? Mach deine Seite mit. Schleimer. Mutterboden! Gelber Sand! Leute, ich schwöre euch das, ich werde hier so mit Gartenarbeit eskalieren. Ab morgen ist hier Spielverbot. Folgt und abonniert Wilke seine anderen Social-Media-Kanäle.